Opa! Super Tiger Show! Mit super Gästen! Jede Woche neu! Jeder kann schon, auch ohne deutsche Pass, ja? Super Tiger Show! Herzlich willkommen bei Super Tiger Show, ja? Hallo, ja? Guck mal, habe ich gerade Zeitung gelesen. Es gibt wieder einen Feiertag und in Türkei. Und hier gab es auch einen Feiertag, Mauer weg Feiertag. Es gibt viele Feiertage hier in Deutschland. Auch Weihnachtsmann-Feiertag, Osterfeiertag. Aber weißt du, es gibt einen wichtigen Feiertag, was noch fehlt in Deutschland. Ich habe mal so Überlegungen gemacht. Und weißt du, es fehlt eigentlich Gastarbeiterfeiertag, ja? Ja, Gastarbeiterfeiertag. Darum, ich habe gesagt, heute ist Gastarbeiterfeiertag, weißt du, in Super Tiger Show. Weil, warum? Ich kann mal kurz Mr. Big rufen. Mr. Big, eine Frage, weißt du, was Gastarbeiter ist? Okay, ich kann mal kurz Erklärung machen. Zum Beispiel, dein Opa Willi, ja? Der war nicht immer in Deutschland. Der war früher auf Esel in Antalya, in der Nähe von Antalya, auf Esel. Und irgendwann hat Anruf bekommen, haben gesagt, ey, Willi, hier ist super, hier gibt's D-Mark, deutsche Frau und vielleicht irgendwann, wenn du viel arbeitest, du kannst auch viel Geld verdienen und Mercedes fahren. Und dann hat er Esel Steinmeier gemacht und Zug und dann nach Deutschland gekommen und hat hier gearbeitet, weißt du. Und das ist dein Opa. Darum ist wichtig, man darf nicht vergessen, weil Gastarbeiter hat Deutschland schön gemacht. Wir haben auch sauber gemacht und Italien, Jugoslaw, Arabisch, alle waren da, super gemacht, darf man auch nicht vergessen, weil sonst ist schade. Darum heute Super Tiger Show, Gastarbeiter Feiertag, ja? Bravo, ja, bravo. Kannst du auch Applaus machen, Mr. Lee. Super, ja? Aber wie war eigentlich, als kam erste Gastarbeiter nach Deutschland, ja? Ich war nicht dabei, warst du dabei? Du auch nicht? Wa? Du auch nicht, du auch nicht. Wie war eigentlich so, als kam erste Gastarbeiter nach Deutschland, ja? Interessant, wa? Soğuk burası. Allah Allah. Herkesin arabası var. Eşek yok. 2-3 sene çalışalım. Başlık parası kazanalım. Mercedes alalım. Ondan sonra inşallah köyüme geri döneceğim. Herkes diyecek ki o zaman baksana. Hikmet adamı oldu. Mercedes'i var. Parası var. Ya... Saat kaç ya? Ali beni almayacak mıydı? Ama ne dedi? Gelmezsem Mercedes yıldızı var. Ona doğru yürü dedi. Ali bana başkan ne dedi? Bu kelimeleri de öğren dedi. Ja, Chef, kein Problem. Ich kann Arbeit gut ohne Pause. Yıldız nerede ya acaba? Allah kerimdir. Vay vay vay. Karılar da güzelmiş burada. Fani dünyada yapıştı canıma. Almanya'yı seviyorum galiba. Para sevda. Bu sex shop nerede ya? Das war Hikmet Abi, als er kam nach Deutschland, hast du gesehen, mit Koffer und Mütze. Und wir werden sehen in Show später, ob er hat geschafft, Mädchen zu kriegen und ob er hat geschafft, Mercedes zu kaufen, weißt du. Mal sehen, ja? Super, ja? Super, ja? Hoppa! Und guck mal, heute, ich habe wieder einen Supergast, einen wirklich jungen Mensch. Er sieht gut aus und er hat beste Security-Firma und er kann mal ein paar Tipps geben, was kann man besser machen und so. Und ich freue mich, hier ist er, mein Supergast, Tarek El Munayer, ja. Tarek El Munayer, ja. Bravo! Oh. Tarek. Merhaba. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Kannst du dich setzen, bitteschön. Danke. Ich ziehe nur meine Jacke aus. Why, was ist los? Unglaublich. Jetzt bin ich hier in Kreuzberg, aber ich weiß, ich bin bei dir und hier bin ich sicher. Dankeschön. Ja. Danke, Rest, danke. Guck mal, kann man noch mal sagen für Kamera, er hat gesagt, jetzt ist er in Kreuzberg und hier ist er sicher und hier kann er sich locker machen, frei machen, natürlich, ja. Weibe, kann ich mal gucken? Weibe. Robocop, wa?
Ja, so ungefähr. So, tamam. Aber wo sind deine Muskeln jetzt hin? Da, oder? Ne, war Spaß. Nee, sieht gut aus. Sieht gut aus. Danke dir. Gerne. Ich gebe dir mal hier, Tarek. Ich weiß nicht, benutzt du Colonia? Nehme ich auch. Ja, so ein bisschen Zitrone. Oh, genau. Dankeschön. Weißt du? Und gerade wenn man ist jetzt diese Zeiten, wo Schweinegrippe, meine Grippe, ein bisschen Desinfektion ist immer gut. Einige Leute duschen schon damit, weißt du? Danke. Mr. Big, hast du auch schon? Komm mal her. Ja? Okay, bravo. Aber sonst Schweinegrippe macht. Richtig. Mann, du bist auch gekommen mit Tasche, wa, Tarek? Ja, voll ausgerüstet. Gerade von Arbeit? Ich komme gerade aus dem Büro, ja. Vielleicht, Tarek, kannst du für Kamera dich kurz Vorstellung machen, wie du heißt, was du machst eigentlich? Ja, ich heiße Tarek El Munaya, bin 35 Jahre jung, habe ein Sicherheitsunternehmen seit 2002 und bin im Eventbereich, im Personenschutz, im Veranstaltungsschutz, alles was super Geld bringt. Super. Sag mal, Tarek, Entschuldigung, habe ich vergessen, möchtest du gerne was trinken? Ich habe alles da. Willst du was trinken? Oh, einen türkischen Tee. Ja? Ich habe mich die ganze Zeit drauf gefreut. Wirklich, ja? Ja. Mit Zucker oder ohne? Mit Zucker, bitte. Okay. Ha, Janet, hallo. Guck mal, ja, Gast ist schon da. Bringst du uns zwei Chai, bitte, ja? Mit zweimal Zucker, ja? Okay, war auch zweimal Zucker, ne? Ja, bitte. Ja, zweimal Zucker. Okay, danke schön. Ah, muss ich noch mal Erklärung machen. Chai-Mädchen Sonja, heute nicht da. Sie ist hier Paris-Maris, so Shoppen-Moppen. Aber Super-Tiger-Show, ich habe immer schöne Mädchen da, Chai-Mädchen. Ich habe neue Chai-Mädchen, auch ganz liebe, nette, nette Mensch. Macht auch wirklich Super-Chai, ja? Wirklich, Janet, ja? Kann ich mal so fragen, wie bist du eigentlich gekommen zu dieser Security-Firma? Wann Idee ist gekommen, du willst das machen? Das ist ein Zufall gewesen, weil ich bin eigentlich gelernter Kaufmann. Ich habe 7 Jahre in Lübeck gewohnt, habe bei McDonald's gearbeitet. Bin dann wieder nach Berlin gekommen, um meine Eltern hier zu unterstützen, weil die hier alleine waren. Und ich habe gedacht, die werden immer älter, die werden nicht jünger. Und habe geguckt, was kann ich hier machen. Bei McDonald's wollte ich nicht mehr arbeiten und mein Bruder spielt Musik. Wirklich McDonald's Burger? Ja. Oh, Janet, ja? Okay. Hallo, dankeschön. 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 Choc, merci. Vielen Dank. Und als Gastgeschenk bekomme ich die Dame mit. Mal Moment, kann man kurz Vorstellung machen. Das ist Chai-Mädchen, Janet. Bitte schön, eine wirklich schöne Mädchen, dankeschön. Gastgeschenk? Nein. Gastgeschenk. Hopp, hopp, Tarek, also Chai-Mädchen geht nicht. Schade. Mein Bruder ist in der Musikbranche, macht Musik. Rockmusik, und der hat mir vorgeschlagen, Mensch, da ist ein Freund von ihm, der macht den Einlass dort, ob ich ihn nicht unterstützen würde. Und ich habe mir das angeguckt und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wurde eingearbeitet und da habe ich mir gedacht, Mensch, wenn du das, sag mal, weiterführst, wenn du die Ausbildung machst zur Sicherheitskraft, na, kann man damit Geld verdienen. Super, ja. Weibe! Hast du heute schon irgendwas gemacht? Was? Okay, ich gebe dir jetzt eine Aufgabe. Bitte BBO-Kontrollierung machen, ja? Okay, danke schön, Mr. Big. Mr. Big, ja, ich habe hier BBO und er muss Kontrollierung machen, Tarek. Okay. Bisher Türken führen und die Deutschen haben nur 2 Kinder gemacht. Mal gucken, vielleicht gibt es neueste Informationen, neueste Zahlen. Aber wir haben geredet über Türsteher. Tarek, wenn du willst Türsteher sein oder Bodyguard, musst du so aussehen wie Kevin Kösner? Ich kann dir ein Beispiel nennen. Ich habe jetzt auf dem Oktoberfest in München gearbeitet. Ich habe da das Weinzelt geleitet. Das ist ein Zelt, wo sehr viel Prominenz reinkommt. Da ist es erstmal wichtig, gepflegtes Äußeres und dass man mit den Menschen auch umgehen kann. Und leicht Zähne putzen? Und gepflegte Äußere mit Krawatte, oder? Ein bisschen rasieren sollte man sich auch. Und vielleicht ein gebügeltes Hemd, wenn du... Schwer. Bei Türken. Aber erzähl weiter. Gut, ja? Es gibt aber einige, die können das wirklich. Okay. Na, ich habe auch welche in meiner Firma davon. Und ich habe die Situation gehabt, wo draußen Leute nicht reingekommen sind. Und ich habe draußen, sag ich mal, Deutsche gehabt, die aus dem Osten von Deutschland kommen. Die haben keine Haare auf dem Kopf gehabt und die beleidigt wurden, weil sie Glatzen sind. Und die aufgrund dessen die Leute nicht reingelassen haben. Dann haben sie mich geholt und dann habe ich gesagt, guck mal, meint ihr, diese Glatzen würden für einen Ausländer, für einen Kanaken arbeiten? Ne? Und dann haben sie natürlich da gestanden. Ne? Bravo. Ja. Und weil man halt das mit Reden alles klären kann. Da muss man nicht gleich hauen. Diese Vorurteile, auch wenn einer keine Haare hat, ist er gleich ein Nazi. Ist genauso. Ist nicht, ja? Ist nicht so. Ich habe die Erfahrung gemacht. Sogar sehr gute Erfahrungen.
Aber woher siehst du, wenn jemand kommt zum Beispiel an die Tür, er hat Glasse und er ist Deutscher, woher weißt du, er ist nicht rechtsmäßig, sondern er ist, er hat einfach keine Haare? Die, ja, das, was Technik? Ja, durch einfach mal mit dem Menschen reden. Hallo oder was? Nein, nicht hallo, einfach in ein Gespräch verwickeln und du merkst, ob er sich artikulieren kann oder nicht. Du guckst auch die Menschen an, wie ist er gekleidet. Es gibt ja manche Hinweise schon bei der Kleidung, da kann man das erkennen. Und wenn einer wirklich nur auf Aggression aus ist, der Gesichtsausdruck alleine, wenn er sich, wie er dich anguckt, dann kriegst du schon mit, ist der rechts oder ist er wirklich nur, hat er keine Haare auf dem Kopf? Es kann krankheitsbedingt sein. Muss man auch mal dran suchen. Super, ja, Tarek, du bist hier meist, von Star Wars, Marvels, Meister Yoda, wa? Der sieht auch immer so, Scanman. Und ja, aber das muss man können, wa? Wenn man das nicht kann. Aber wie kann man sowas lernen? Wie lernt man sowas? Sowas hat man im Blut und die Zeit, also sag mal, bringt die Erfahrung mit sich dann. Also man sollte schon eine gewisse Menschenkenntnis haben. Die sollte man mitbringen und die Leute beobachten. Und gerade auch in dieser Ausbildung, dieser Security-Ausbildung, die man genießt, ist ein großer Teil Psychologie. Ne? Psychologie. Ja, Psychologie, genau. Okay. Und da lernt man auch Konfliktsituationen. Was mache ich da? Hau ich dem gleich auf die Fresse? Ja. Natürlich. Oder? Warte, ja, Moment. Es gibt Tarek, hier ist was passiert. Unglaublich, bei Bibio ist was passiert. Resto, kann man vielleicht Musik machen? Spannung. Deutsche haben zwei ist weg. Unglaublich. Was passiert da jetzt? Was? 2222? Unglaublich, ja? Nicht schlecht. 2222 auch Türken? Gibt's doch nicht. Wie? Warte mal, warte, Moment, please. Mr. Big. Deutsche 2222. Türken 2222. Gibt's doch nicht. Ist richtig? Wie geht das, ja? Unglaublich, ja? Was ist da passiert? Okay, danke, Mr. Wick. Danke. Unglaublich, ja? Weibe! Tiger hier, guck mal, Baby, ist die Information korrekt von Mr. Wick? Wallah immer. Und Grund? Okay, okay, danke schön. Alles klar, danke schön. Das waren Türken mit deutschem Pass. Hat man dazu gezählt und darum Deutschland hat unentschieden geschafft. Bravo, ja, unglaublich. Weibe. Erinnert mich an eine Situation, kennst du Fatih Akın, diese United-Man, Regisseur Fatih Akın? Sagt mir nichts. Der hat gemacht Gegen die Wand, Film. Ah ja, okay. Gegen die Wand hat er gemacht, im Juli hat er gemacht, super United-Man. Der war auch, als er hat gemacht, eine kleine Film, war er Türke. Und dann mit Gegen die Wand, er ist richtiger Deutscher geworden, weißt du, weil er alle Preise gewonnen hat, weißt du? Richtig. Oh, Tee ist gleich alle, Tarek, kann man gleich mal Janet Bescheid geben. Sehr gerne. Bei dir auch, sehe ich. Ja. Tarek, Jim, kann man mal sagen, kennst du Katholiki Super Türke der Woche? Kenn ich, ja. Du kennst, wa? Ja, ich gucke doch regelmäßig deine Folgen. Aber kann man mal kurz Erklärung machen, vielleicht für Zuschauer? Guck mal, Super Türke der Woche ist immer ein Mensch, was ist keine Türke, aber hat super Aktion gemacht. Darum ich sage, er ist Super Türke der Woche, ja? Und Super Türke der Woche diesmal ist Claudia Schiffer, ja? Claudia Schiffer, ja? Bravo, bravo, bravo. Oh, Janet nimmt schon rein. Dankeschön. Und guck mal, Super Türke der Woche, Claudia Schiffer. Jetzt kommt Begründung, warum, warum. Ich gebe dir jetzt Erklärung. Guck mal, weil sie hat schöne Haare, schlanke Linie und schöne Kurven. Und eigentlich, sie sieht aus wie Mercedes und sieht eigentlich immer so aus. Und Mercedes sieht auch immer schön aus. Darum, Türken lieben Mercedes. Und darum habe ich gesagt, Super Türke der Woche, Claudia Schiffer. Ja, bravo, bravo. Bravo. Musik. Dankeschön. Warte, Moment, du kannst noch bleiben. Janet, bitte. Dankeschön, Resto, dankeschön, dankeschön. Was ist los? Einmal Play und nie wieder Stopp, oder was? Guck mal, jetzt fehlt doch noch eine Sache. Super Türke der Woche hat doch immer Krone, Kronemone. Und jetzt Claudia Schiffer bekommt jetzt auch türkische Krone. Und jetzt Super Türke der Woche, Claudia Schiffer, ja, bravo. Dankeschön, dankeschön, danke. Super Türke, ja. Heute ist ja Gastarbeitertag bei Super Tiger Show und ich war auch bei Bürgermeister von Kreuzberg war ich und hier eine Film, kannst du gucken. Super Tiger Show. Merhaba. Ja, merhaba. Herr Bürgermeister, hier gibt es auch zum Beispiel viele freuen sich,
nicht nur wegen Urlaub, sondern die freuen sich, weil es gibt so viele Feiertage. Zum Beispiel, es gibt hier Weihnachtsfeiertag, Osterfeiertag gibt es hier, es gibt hier Deutschland hat Geburtstagfeiertag und es gibt hier Mauerwegfeiertag. Und da habe ich überlegt, guck mal, warum gibt es eigentlich keine Gastarbeiterfeiertag? Weil Gastarbeiter hat doch auch geholfen, Deutschland aufbauen, Deutschland schön machen. Ist eine gute Idee? Ja, es ist eine gute Idee, weil ja genau daran erinnert werden könnte, welche große Leistung die ja gebracht haben. Ja, kann man mal so fragen. Wann hast du zuerst mal eine Gastarbeiter gesehen, getroffen? Das war, als ich zum ersten Mal nach Berlin kam. Welche Jahr ungefähr? Anfang 1971, 1972. Und wie war sein Name? Also nach meiner Erinnerung hieß er Hassan. Hassan. Und was ist aus Hassan geworden jetzt? Das weiß ich nicht. Wir haben uns aus den Augen verloren. Letzte Frage. Wann gehst du mal wieder Türkei-Urlaub machen, Herr Schuss? Also geplant ist das für nächstes Jahr. Wirklich, ja? Ja, wir haben ja eine Städtepartnerschaft dort mit Kadıköy. Oh, Kadıköy, für alle, das Istanbul, wirklich schön da. Das ist ein absolut schöner Ort, wo man auch sehr schön herumfahren kann auf dem Bosporus und auch sehr interessante Stadtteile. Und in der Zwischenzeit kenne ich natürlich auch dann sehr viele Leute dort. Bravo, ja. Guck mal, das war Herr Schulz und er hat auch gesagt, Gastarbeitertag kann man überlegen, ist eine gute Idee. Okay, das war's, ja. Alles tschüss. Dankeschön, ja. Tschüss. Hello, my friend. Das war Bürgermeister, ja. Tarık Cim, ich sehe, du hast eine Tasche mitgebracht, eine Security-Tasche. Jawohl. Kann man mal gucken, was drin ist alles in Tasche? Sehr gerne. Hareket! So, das Wichtigste ist eigentlich im Sicherheitsbereich, sind Handschuhe. Ja. Also Handschuhe sind Schnittschutz, also schnittgeschützt. Das ist eine Kevlar-Einlage. Na, das heißt, wenn du irgendwann mal mit dem Messer zu tun hast, mit Scherben zu tun hast, ne, dass du geschützt bist, auch gerade in Zeiten von AIDS oder Krankheiten oder so, wenn du Leute anfasst, die sind hier rutschsicher. Na, das heißt, wenn du jemanden anfasst, dass du wirklich festhalten kannst. Oder bei Konzertbereichen, wenn du jemanden aus der Bühne, vom Bühnengraben rausfindest. Man kann auch sagen, Spider-Man-Handschuhe, oder? Oder so, genau. Kannst du, wenn du schön, tack, tack, tack. Ja. Super, ja. Dann haben wir, ganz wichtig, Funkgeräte. Bravo. Ja, Funkgeräte brauchst du immer, wenn du gerade im Veranstaltungsbereich bist. Der eine macht die Einfahrt, der andere macht den Einlass, damit man sich verständigen kann, damit ich Anweisungen geben kann. Ne, wir machen jetzt auf, lassen jetzt auf, Einlass mit Tasche, ne, kommt hier macht ran. Ihr auch immer so, wie bei diesen Hollywood-Filmen immer so? Ja, natürlich. Ja? Natürlich. Sag mal jetzt extra, mach wegen Showmo, weil es besser aussieht, oder? Nein, weil es einfach auch, klar, weil es erstmal gut aussieht. Und nein, wir machen das, damit gewisse Anweisungen auch die Gäste nicht mitbekommen oder, sag mal, die Künstler nicht mitbekommen. Ah, machen wir ja. So, ja? Das brauchst du nicht so machen. Du hast entweder in der Hand dann dieses Gerät zum Sprechen oder hier. Na, aber wenn du so machst, so, cool dann sagen aus. Die, guck mal, Mann, der cool ist Bodyguard. Aus. Ahmed ist Bodyguard. So sieht's aus. Es reicht schon der Knopf im Ohr, reicht das schon, sieht ne? Immer schon ganz gut aus. Super, ja. Was mich noch interessiert macht, dieser Schlagstock. Ja. Gibt's extra Training, hast du genommen dafür? Ja, man muss einen Tonfa-Schein machen. Was für den Schein, Führerschein? Das ist ein Tonfa. Tonfa. Ja, das ist wie eine Art Führerschein. Sag ich mal, zur Selbstverteidigung, wenn man den so hält. Ich setze ihn sehr ungern ein, ja. Weil er sehr aggressiv aussieht. Deswegen ja. Verstecke ich ihn auch meistens. Ich habe ihn heute nur mal zur Demonstration mitgebracht. Das heißt, wenn du zum Beispiel zuschlagen willst, hast du hier. Gleichzeitig kann dir keiner den Arm brechen. Also wenn jemand macht so, dann Finger kaputt. Hat er, genau, ist eigentlich zum Eigenschutz. Ne? Oder du kannst diesen Stock vorne benutzen, in Solarplexus gehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ihn einzusetzen oder Hebeltechniken, wie ich jemanden abführe. Das ist einfach nur eine Unterstützung zu dem. Aber wie gesagt, das ist wirklich ein allergrößten Notfall. Das will ich auch nochmal sagen, weil 80% ist hier. Richtig, richtig. Wenn man das einsetzt, hat man schon vorher nicht, vieles nicht richtig gemacht. Richtig. Wir hatten das Thema Ausländer vorhin. Ich hatte auch einen Fall gehabt, da ist jemand, ich wollte über die Straße gehen, ein Türke war das gewesen, ist mit Karacho langgefahren. Hat mich angepöbelt, gleich, was ich über die Straße gehe. Und dann habe ich gesagt, sag mal, du bist doch Türke, oder? Und dann sagt er, ja. Und dann sage ich, bist du Moslem? Und dann sagt er, ja. Und dann sage ich, du bist so aggressiv zu mir. Und dann sage ich, wir sind beides Brüder, wir sind Moslems. Ne? Und dann sage ich, wir sind eigentlich da, nicht um zu streiten, sondern wir müssen eigentlich zusammenhalten. Bravo, ja. Weißt du, was er zu mir gesagt hat? Ich bin Ali. Wirklich, ja? Ja. Ole. Das sind so eine Sachen, jetzt. Das sind einfach Sachen, wo ich weiß, ich habe... Da richtig gehandelt. Nicht aggressiv, sondern
Mit Reden habe ich die Leute gezwungen, also freundlich zu werden. Von aggressiv zum freundlich. Danke. Und das ist für mich der größte Erfolg. Und guck mal, du hast gesagt, du bist Moslem. Ich weiß ja, du bist, aber du, man kann mal vielleicht sagen für Kamera, du bist halbe Palästina, oder? Ja, genau. Und andere Hälfte ist deutsch. Genau. Warst du schon mal in Palästina? Ich war schon in Palästina, in Jerusalem, ja. Und wie ist da so? Was ist der Unterschied zwischen, wenn du da hingehst und du kommst nach Deutschland? Also mir gefällt es sehr gut unten. Also ich fühle mich auch als wirklich halber Palästinenser. Ich habe meine ganze Familie unten, außer meine Eltern. Alhamdulillah. Der Unterschied ist einfach, dass die Kinder oder diese Jugendlichen, die dort unten leben, mehr ehrgeizig sind. Es ist nicht... Obwohl die weniger haben, haben die... Ja, weil die möchten gerne lernen, die sind ehrgeizig, sie wollen lernen, die wollen wissen, was hier, wenn ich die palästinensischen oder halbpalästinensischen Kinder hier sehe, die sind froh, wenn sie frei haben, schwänzen die Schule und die sind froh, wenn sie zur Schule gehen dürfen, weil es teilweise werden Schulen, Universitäten geschlossen dort und die sind froh, aber wenn sie lernen dürfen. Deswegen gehen sie halt öfter, sag ich mal, nach Deutschland, nach Amerika hin, damit die in Ruhe studieren können, weil es unten durch diese politische Situation einfach mal nicht möglich ist. Ja, und die palästinensischen Kinder hier, wenn du sie siehst, die gehen nicht zur Schule, gibt es auch bei, wie bei Türken, gibt es auch welche. Ja. Was sagst du denn? Tut weh, oder? Was sagst du denn? Ja, natürlich. Also ich habe es sehr oft erlebt, wo die auch gewalttätig waren gegenüber anderen oder nicht zur Schule gegangen sind und... deswegen sagt man ja auch oft hier, die Türken in der Türkei sind anders oder die Araber in ihren Ländern sind anders in ihren eigenen Ländern als hier in Deutschland. Aber was sagst du denn so, wenn Jugendliche sagen, ich will kein Deutsch lernen, ich will nicht hingehen, weil ich will zurück in meine Heimat? Ja, ich sage denen, dass sie da überhaupt nicht klarkommen werden. Ne? Weil die meisten haben ihr Land noch nie gesehen, weil denen ist erstmal verboten ist diese Einreise. Es ist sehr schwierig, dort einzureisen. Und ich versuche denen aber trotzdem, das zu vermitteln, dass diese Bildung, die sie hier genießen dürfen, ein Privileg ist. Ja, dass sie hier zur Schule gehen dürfen, dass sie lernen dürfen, ohne etwas zu bezahlen. Und ich versuche ihnen das zu vermitteln. Schön. Und verstehen die das? Ich hoffe. Ich hoffe es. Mr. Big, ich hoffe, du hast zugehört, was Tarek gesagt hat. Wirklich super Tipp. Also immer schön lernen, ja, immer höflich sein zu alten Menschen, immer, wie sagt das schöne deutsche Wort, hilfsbereit sein. Schön, immer Augen auf, Ohren auf. Und dann irgendwann, du wirst dein eigenes Studio vielleicht haben. Super Tüker Studio. Kann vor sein. Allen Dingen Respekt. Respekt, ganz wichtig. Bravo, Respekt. Wirklich, Tarek. Super, ja. Tarek, kann man mal fragen? Zum Beispiel, es gibt viele Jugendliche, die haben große Nase, schwarze Haare. In Kreuzberg gibt es leider viele, die machen, es gibt gute, aber es gibt auch die, aber über die kann man mal sprechen, die machen auch so Stressmess, so Gewalt, jugendliche Gewalt, sagt man so. Was ist so deine Tipp, was kannst du für Tipp geben? Woran liegt, warum machen die so viel Stressmess und bauen so Scheiße und Kacke? Da habe ich mir schon mehrmals Gedanken drüber gemacht. Das ist einmal das soziale Umfeld, weil die Eltern viel arbeiten sind. Die sind in, sag ich mal, Gruppierungen, wo, sag ich mal, Gewalt jeden Tag eine Rolle spielt. Richtig. Die sind nach der Schule nicht beschäftigt. Und ich habe mir gedacht, wenn diese Jugendlichen in Sportvereine gehen, in, sag ich mal, oh, ich freue mich immer, wenn du da bist. Dankeschön. Oh, dann kann man mal das zurück. Dankeschön. Dankeschön. Wie gesagt, in Sportvereine oder wenn, sag ich mal, Sozialpädagogen vorbeikommen und, sag ich mal, so Stresssituationen auf der Straße einfach mal darstellen und mal gucken, ist das richtig, wie man reagiert? Holt man gleich ein Messer, haut man gleich drauf? Ne? Oder ob man die Kinder einfach in Sportvereine, wie ich schon gesagt habe, steckt, ne? Dass sie einfach von der Aggression wegkommen. Aber was willst du machen? Zum Beispiel Jugendliche kommen von der Schule nach Hause, weißt du, und dann ist im Wohnzimmer, Papa sagt, hau ab aufs Wohnzimmer, weil ich will meine Ruhe haben, ich mache gleich Nachtschicht und dann Jugendliche kann ich Kinder gehen, weil hat keine eigene Zimmer und muss auf Straße gehen. Ist auch, was so Jugendliche da machen. Ja, es gibt aber genügend öffentliche Einrichtungen, wo sich halt um diese Kinder gekümmert wird. Und das müsste eigentlich, sagen wir, vom Staat noch mehr gefördert werden. Dass diese Jugendlichen okay. halt wegkommen von dieser Straße, von diesen Jugendgangs, um, sag ich mal, in die falsche Schiene zu rutschen. Wo man einfach mal ein Messer rückt oder eine Pistole rückt und dass man dann halt bei der Polizei, sag ich mal, ein- und ausgeht. Und Tarek, aber es gibt auch andere Situationen, zum Beispiel Eltern von Jugendlichen, die sind so mehr Temperament und die machen schnell mal Ohrpfeife, Backpfeife. Deutsche macht nicht Ohrpfeife, das Backpfeife. Das mag aber auch ab und zu. Ja, aber eigentlich, die sagen, komm mal her. Die sprechen, machen so Kommunikation. Türke macht nicht Kommunikation. Türkische Erziehung ist so,
hopp, noch ein Ton, dann schlage ich dich und dann, wann schlägt dich auch? Bak ben, bi ben vururum, bi de duvar vurur, sagt man so auf Türkisch. Ist türkische Erziehung? Ja, ich auch. Mein Papa, Tigerpapa war auch. Wir hatten auch. Aber ist eigentlich, okay. Was sagst du zu dieser Erziehung? Ist auch nicht ganz richtig. Das ist auf jeden Fall nicht die richtige Erziehung. Also auch die Eltern sollten wissen, dass wir, sag mal, nicht in Südanatolien sind, wo das so gang und gäbe ist. Aber dieser Respekt trotzdem, gerade wir aus dem, sag mal, südlichen Bereich, lernen ja auch Respekt gegenüber Älteren und so. Und das richtig. Haben viele Jugendliche verlernt. Richtig. Und da sollten sie vielleicht auch mehr auf ihre Eltern hören. Richtig. Tarek, guck mal, wir haben angefangen bei Super Tiger Show mit Hikmet Abi, weißt du, und erste Generation Türke. Und jetzt kann man noch mal hingucken, was sagt er jetzt nach 30 Jahren Deutschland, vielleicht letzte Worte von Hikmet Abi. Kannst du hier gucken, ja? Sehr gern. Super Tiger Show. Sene kalacaktık. 30 sene kaldık. Yani hayatımız Almanya'da geçti. Ama güzel geçti yani. Memnunuz. Mercedes'i aldık. Alabildik. Başlık parasını da kazandık da ama kızı kaçırdık çünkü Almanya'da kaldık. Geri dönmedik. Ama başkasıyla evlendik. O da iyi oldu. Mutluyuz. Yani Almanya bize çok iyi baktı yani. Efendime söyleyeyim. Şimdi çok güzel bir sistem kuruyorlar ya Almanlar. Alman hakları var, sosyal hak var, Krankenkasse var, Krankengeld var. Süper yani. Geri dönemiyoruz çünkü çocukları bekliyoruz. Şimdi çocuklar evlensin, onları bekliyoruz. Biz rente olduk. Memnunuz yani hayatımızdan ama bir şey var. Almanya'daki Veta Scheiße yani. Onun için Albi hier, Albi Türkei. Yani 6 ay burada kalıyoruz, 6 ayda Türkiye'ye gidiyoruz. Hayatımız böyle geçiyor. Yapıştı canıma bir kara sevda. Das war Hikmet Abi und du hast gesehen, was hat er gesagt. Er ist glücklich in Deutschland, er liebt Deutschland. Dankeschön, Hikmet Abi. Schöne Worte zum Schluss von Sendung. Und Tarek Cim, du warst super Gast. Leider, Super Tiger Show ist vorbei, aber du warst super Gast. Komm her, dankeschön. Ich danke dir. Und Tarek, guck mal, in Super Tiger Show, kein Gast geht ohne Geschenk und hier kommt auch dein Geschenk. Ey, Janet, please, come in. Oh ja, Tarek, natürlich nicht, aber kann man mal so drehen und machen, Janet. Hier, dein Geschenk. Dankeschön. Tarek, Janet. Super. Und Tarek, guck mal, bei Super Tiger Show, Gast geht nicht einfach nach Hause. Erstmal muss man tanzen. Und hier kommt Jada, ja? Jada, Bauchtänzerin, ja? Okay, das war Super Tiger Show. Mit Rezo Barini, Mr. Big, Jada, mit Supergast Tarek und Scheimädchen Janet, ja, super. Und nächste Woche neue Super Show mit Supergast Matthias Schumacher und Idel Jünger, ja. Hadi, ja. Hoppa.